Ehrlich gestanden, ich habe mich gewundert, dass das KUKA sich um den Landeslehrpreis bewirbt, weil das hätte ich jetzt nie in Verbindung gebracht. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Preis dafür ist. Ich finde aber gut, dass das KUKA betrieben wird. Und ich finde auch gut, dass es in Aktion tritt und dass es zeigt, hallo, wir sind da und wir wollen einen Preis haben. Warum das jetzt der Landeslehrpreis sein soll, ist mir allerdings schleierhaft. Können Sie mir das sagen? An der Pädagogischen Hochschule gibt es relativ wenig, nein, eigentlich gibt es keine wirklichen Sozialräumlichkeiten für Studierende. Von daher ist das ein ganz wichtiger Ort. Und das finde ich überhaupt eine ganz wichtige Funktion vom KUKA, dass da ein Kommunikationsraum für die Studierenden besteht. Und ich finde, das ist eine Gelegenheit, die ist wirklich von den Studierenden ursprünglich mal gemacht und genutzt. Und solche Räume muss es geben an der Hochschule. Ich denke, das hat ganz viel auch mit zu tun, ob man sich an der Hochschule zu Hause fühlt. Es ist für mich einfach wichtig, immer mal wieder herzukommen. Es ist so ziemlich der einzigste Ort, wo man wirklich mal sich ausruhen kann. In der ganzen PH wurden die ganzen Tische und Stühle und alles abgeschafft, was einfach im Gang war und was ein bisschen an sich ausruhen, hinsetzen, ausgedrückt hat. Und deswegen ist KUKA noch wichtiger geworden für mich in letzter Zeit. Wenn ich das richtig sehe, gibt es hier an der PH keinen anderen Ort, wo in einer zwanglosen Form Studierende und Dozierende miteinander reden können. Oder kennen Sie einen? Also ich wüsste eigentlich keinen. Ich fand es immer toll, dass es so den informellen Ort gibt, wo man sich treffen kann und lernen oder auch nicht lernen und sich mit Kommilitonen treffen. Sonst diese Kommunikation mit jüngeren Studenten, diese Ideen von denen auszutauschen, Seniorenstudium, und jüngere Studenten. Diese Intergenerationalität findet hier in KUKA ein Dialog zwischen die beiden Generationen. Das steckt ja schon in dem Wort drin, Kulturcafé. Also Café einmal ist ein Ort von Begegnung. Kultur ist der andere Aspekt des KUKA. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, die auf eben wieder etwas ungezwungene Weise die Leute ins Gespräch bringen. Also ich fand, dass man im KUKA immer ganz deutlich sehen konnte, welche Kampagnen gerade am Laufen waren. Wenn man da auf die Toilette geht, dann sieht man auch immer an den Plakaten, was gerade läuft. Manchmal sind sie ein bisschen veraltet, aber das bekommt man schon mit Filmreihen, die da passieren oder bestimmte Aktionen. Ich selber habe sowohl mit Sprecherziehungsgruppen als auch mit Theatergruppen hier schon entweder im Kunika, weil es da eine kleine Bühne gibt, eine Aufführung gemacht. Oder drüben hatten wir im Januar eine und jetzt kürzlich auch wieder eine. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, dass wir in kleinerem Rahmen intimere Aufführungen machen können, die für die Studierenden nicht so angstbesetzt ist wie eine Aula oder so ein anderer Raum. Ich finde wunderbar hier am KUKA, dass aus diesem bunten, strukturlosen Haufen so viele verschiedene Aktionen, Veranstaltungen entstehen, dass sich hier Menschen zusammenfinden, zu Gruppen zusammentun, zu Referaten zusammenschließen. Finde ich toll. Also es gibt hier zum Beispiel das Referat für Politik und Meinungsfreiheit oder das Referat für Schulpolitik, das Antirassismusreferat, Öko-Referat, Kulturreferat, Referat für Soziales. Oder es gibt Musikgruppen, die sich hier zusammentun, die hier den Raum als Proberaum nutzen, die auch Auftritte hier haben und machen. Oder es gibt Fachschaften wie Deutsch, die Spätlese organisieren. Als Einrichtung finde ich es auch wichtig, weil Sie haben mir ja eine Liste all dieser Aktivitäten gegeben. In dieser Komplexität hatte ich das nicht im Blick. Aber dass so eine Einrichtung als soziales, als kulturelle Anlaufstelle für die Studierenden von hoher Bedeutung ist, glaube ich, unzweifelhaft. Und die Zahl der Aktivitäten, die Sie mal aufgelistet hatten, wie gesagt, ich kannte nicht alle, ist schon erstaunlich und rechtfertigt durchaus auch einen Preis, weil Sie nicht nur das Übliche tun, also dass man Partys macht, dass man Kaffee macht, dass man Zeitungen zur Verfügung stellt und die eine oder andere Veranstaltung macht, das ist ja üblich,
Aber sie haben ein paar Aktivitäten dabei, zum Beispiel das mit dem Flüchtlingswohnheim, das ist herausragend. Das größte Projekt des Sozialreferats ist eigentlich ein Flüchtlingsprojekt mit in einem Flüchtlingswohnheim 500 Meter von hier entfernt, also von der PH entfernt. Da wohnen größtenteils Roma aus dem Kosovo, die von dort vertrieben wurden und geflohen sind. Es sind ungefähr 50 Familien und wir machen verschiedene Projekte mit den Kindern dort. Also es gibt drei Fußballgruppen, zwei Jungengruppen und eine Mädchengruppe. Jetzt gibt es relativ neu eine Sportgruppe für kleinere Kinder ab 6 schon. Und es gibt noch verschiedene andere Projekte, zum Beispiel Patenschaften, 1-zu-1-Betreuung mit Deutsch als Fremdsprache, Sprachtandems, in denen wir auch sozusagen als Studentinnen und Studenten ein bisschen Romanee und Serbisch lernen. Und das ist auch so ein bisschen unser Ziel, dass wir voneinander lernen und nicht so dahin gehen mit der Devise, wir wissen alles, wir sind die großen Studis und erzählen euch mal irgendwas, sondern dass wir ein bisschen deren Kultur kennenlernen und die so unser Leben. Also im bildungspolitischen Referat, in Klammern BIPO, treffen wir uns einmal die Woche und sprechen über bildungspolitische Themen, wie die verfasste Studierendenschaft jetzt gerade ganz aktuell oder Bundeswehr in Bildungseinrichtungen und arbeiten inhaltlich an diesen Themen, überlegen uns, was man da vielleicht machen kann, hochschulintern oder auch hochschulextern, was man für verschiedene Aktionen vielleicht machen kann oder auch nur theoretisch daran arbeiten, dass wir uns selber informieren gegenseitig. Das Kulturreferat an der PH bietet einfach den Studenten die Möglichkeit, sich kulturell zu informieren und weiterzubilden. Dazu haben wir mehrere Angebote, zum Beispiel die offene Bühne oder die Open Stage einmal im Monat, wo einfach Musiker oder Menschen, die an Musik interessiert sind, allgemein herkommen können und einfach irgendwas spielen und einfach den anderen teilhaben lassen, die anderen teilhaben lassen können an ihrer Musik. Und dann haben wir jede Woche einmal das Kino, was meistens oder öfters auch in Kooperation mit Fachschaften oder anderen Referaten abläuft. Da werden einfach immer wieder kulturell interessante Filme gezeigt, auch mit aktuellem Hintergrund, wo danach auch oft Diskussionen noch ablaufen, wo sich einfach die Studenten auch selber einbringen können. Also das KUKA steht für mich für den etwas ungeordneten und basisorientierten Teil der Hochschule, aus dem Ideen kommen, in dem bestimmte Zwänge nicht vorhanden sind und in dem bestimmte Funktionen auch noch nicht vorbestimmt sind. Also in dem sowas entstehen oder wachsen kann, wo eine Hochschule auch Ideen wachsen können, die eine Hochschule auch braucht. Gracias.